Und Boxen auf zum sechsten Rennen im Sparkasse Holstein Cup. An der 1600 Meter Marke geht das Feld auf die Reise unter der Führung von Peace in Motion. Dahinter ist dann Golden Girl dicht auf. Inda jetzt mit der leidigen Führung vor Peace in Motion in zweiter Position. Dahinter sieht man dann dicht auf Golden Girl. Suada kommt an der Außenseite mit in die vorderste Linie. Inda jetzt gemeinsam mit Suada vorne weg. Dahinter sieht man dann Peace in Motion mit dahinter Golden Girl. Dann folgt eine Dreiergruppe, besteht aus Cabarita, aus Prima Violetta und dann Binti Alnar. Dahinter folgt dann der englische Gast Indian Blessing. So sind die Pferde gleich im Schlussbogen angelangt. Inda hat das Kommando vor Suada. Dahinter Peace in Motion in dritter Position. An der Außenseite ist dann Golden Girl vor Prima Violetta. Dahinter folgt dann an der Innenseite auch Cabarita. Weiter an der Außenseite dann Indian Blessing. Die Pferde steuern in Richtung des Einlaufs. Sehen da weiter mit dem Kommando vor Suada. Peace of Motion ist drittes Pferd. Dahinter dann Golden Girl. An der Außenseite Binti Alnar. So sind die Pferde jetzt im Einlauf. Inda weiter vorne. Inda ist vorne. Dahinter jetzt Suada. Dann kommt Golden Girl ganz an die Außenseite. Binti Alnar. Und dann auch Indian Blessing jetzt auf dem Vormarsch. Aber Inda ist im Vorteil. Inda, da gibt es einen Rempler mit Peace in Motion. Aber an der Spitze, da kommt jetzt Binti Alnar und ganz an der Außenseite. Indian Blessing ist vorne. Indian Blessing, der Sieg geht nach England, das ist jetzt schon klar. Dahinter Binti Alnar und ganz an der Außenseite Diafora. Cabarita ist ebenfalls dicht auf drei Pferde in Linie. Indian Blessing entführt die Siegbörse nach Hause, nach England. Und dahinter dann drei Pferde in Linie. Da muss der Richter jetzt gleich entscheiden, aber der Sieg ging ganz klar nach England.